Hallo ihr Lieben da draußen, herzlich willkommen, schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid bei Winkelcha, the little shop. So, schönen guten Tag, na Kira, alles klar, cool. So, Weihnachtsbaum steht, vorbereitet habe ich alles, bin ich der Meinung, genau, also alles ist auf 10, 15 hoch, außer der eine Hustensaft, aber gut, das ist jetzt nicht so schlimm. Genau, fast voll ist unser Lager. Wir haben nicht mehr viel Platz, ja krass. Apropos, warte mal, lass mich mal schnell schauen. Okay, also man könnte so einen blauen Schrank im Notfall auch nehmen. Ich bin jetzt halt am Überlegen, ob ich das trotzdem noch ernte, aber dann haben wir halt das Problem, dass wir wirklich ja gar nicht mehr groß. Okay, weißt du was, wir machen das jetzt mal schnell so. Und so. Oh, Kartoffeln. Oh, Kartoffeln sind gut. Die sind wichtig. Das habe ich gar nicht gesehen, dass die Kartoffeln auch schon fertig sind. Dann sollten wir die natürlich auch mitnehmen. Genau. Und ich glaube, der Lavendel. 19. Naja, komm. Dann haben wir es. Tun uns ein bisschen schwer, aber... Nee, doch nicht. Wir sind okay. 85 ist im Prinzip genauso viel wie vorher. Pass mal auf, dann machen wir jetzt noch mal ein paar Tränke mit Kamille und Lavendel. Ah, guck mal hier. Da machen wir hier jetzt nochmal 5, um einfach ein bisschen Platz zu schaffen. Haben wir nochmal irgendwas mit... Oh, guck mal hier. Aber da haben wir bloß noch... Ah, mit Kamille ist nicht so viel, ne? Ah, guck mal hier. Doch, da können wir nochmal 5 machen. Dann sparen wir uns nochmal ein bisschen Kamille ein. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Salbei haben wir leider nicht mehr so viel, deswegen... Müssen wir... Toll. Super. Echt jetzt? Yeah. Lavendel und Apfel. Ja. Na, das machen wir nicht. Jo. Und dann machen wir hier nochmal Kartoffeln. Haben wir jetzt jede Menge. Das ist gar nicht so schlecht. Dann machen wir jetzt einmal so. Und einmal so. Und dann machen wir hier nochmal 5. Dann ist das auch ein bisschen reduziert. Genau, wie viele Kartoffeln haben wir noch? 6 Stück. Okay. Das müsste jetzt dann eigentlich... Hier hätten wir noch die Quiche. Wie viel Käse haben wir? Ausreichend. Das ist auch gut. Dann machen wir mal 3 davon. Und 2 davon. Gut. Okay, das war jetzt total dämlich von mir, den teuren Spargel zu benutzen. Ne? Oh Mann, ey. So, aber jetzt haben wir auf alle Fälle von 85 auf 44 runter. Das heißt, dass wir sind jetzt erstmal eine ganze Weile gut ausgestattet. Sehr schön. Aber wir hätten nochmal Braten machen können. Ne? Wir haben jetzt so viel Fleisch, siehst du? So viel Fleisch. Dann können wir ja nochmal 5 machen. Lass die ruhig langsam kommen, das ist wurscht. Ja, genau, dann sparen wir uns noch mal ein bisschen Fleisch ein und machen aus 2 Plätzen 1 Platz. Ja, das ist, glaube ich, vernünftig. Und dann können wir hier, wie viele Kartoffeln? Naja, nee, die lassen wir mal, weil ich will die Kartoffeln ja noch verkaufen, ne? Können wir hier vielleicht austauschen? Haben wir nicht eigentlich jetzt so... lilane Kartoffeln gehabt. Wir haben im Moment... doch, hier, guck mal da. Guck mal. Siehst du, sind die besseren angeboten. Und hier beim Spargel, da ist auch alles schon sehr gut. Und hier von der Qualität her, wir haben doch Artischocken, die sind besser. Genau, und Blumenkohl? Nee, Blumenkohl ist weiß. Okay, das ist in Ordnung. Was macht der jetzt da? Komisch. Ah, sehr gut. So, das ist natürlich schön. Tunika, Glücksbringer und Samen, aber hier sortieren wir wieder nach Prozenten. Da brauchen wir gar nichts. Kannst gleich wieder gehen. Trotzdem danke, dass du da warst. Ja, cool, das geht ja jetzt mit den beiden echt fix, ne? Also, meine fleißigen Helfer. Wo ist jetzt, da ist der eine und wo ist die andere? Da. Ich hätte gern mal so ein Bild von euch beiden. So. Perfekt.
Sehr schön. Das klappt doch echt gut. Also. Ja, es ist gut, dass wir die zwei haben. Okay, Artischocken, nein. Getreide würde ich tatsächlich mitnehmen. Zum einen ist es blau, zum anderen, ja, wir haben genug Getreide selber, aber eben halt nicht genug, weil zu viele Rezepte mit zu viel Getreide. Und der Rest ist mir jetzt eigentlich schon zu teuer, zumal wir von den ganzen Sachen eigentlich genug bekommen und haben. Ja, das passt alles. Das brauchen wir auch nicht. Ja, Leitschutz, 55% reduziert, das ist schon ganz nett, aber lohnt sich das jetzt eigentlich nicht, denke ich. Blaubeeren, Kamille, Blumenkohl, das brauchen wir auch nicht. So, Mensch, sind wir heute richtig sparsam hier. Boah, Wahnsinn. So, hier brauchen wir noch einen Tag, okay. So, ihr seid immer noch fleißig. Das ist gut. Ui, make it to shop Level 30. Cool, wir sind jetzt Level 30, das ist ja geil. Abweisen? Ich habe keine Blaubeeren mehr? Ernsthaft? Ich habe keine Blaubeeren mehr? Oh. Oh. Und das habe ich jetzt nicht erwartet. Interessant. Das, okay. Tatsächlich. Keine Blaubeeren mehr. Krass. Aber die sind jetzt auch mir zu teuer. Naja, dann gibt es halt im Moment einfach keine Blaubeeren. Dann ist das halt so. So, sie macht, glaube ich, das Letzte. Genau. Tschö, ihr zwei. Auf Wiedersehen. Boah, geil. Fast 2000 Profit gemacht. Sehr, sehr nett. So, jetzt gucken wir uns die beiden mal an. 32, 115 und 5. Okay, aber der ist noch Level 1, ne? Die wäre schon auch ganz nett, ne? Die ist ein bisschen teurer. Aber wäre halt auch blau. Und ich könnte einen dritten Angestellten auch nehmen. Okay, krass. Ist das gemeint von uns? Ich weiß es nicht. Wir lassen das erstmal so, wie es ist. Gut, okay. Dann, würde ich sagen, erweitern wir unseren Platz. Oh, guck mal, wir können jetzt hier, das haben wir nicht gehabt, ne? Von Hand gehauen. Hirnholz und Kiesel. Aha. Ach, das ist ja schick. Cool. Ah, wie geil. Das ist ja toll. Jetzt brauchen wir bloß noch mal ein Zäunchen. Ein kleines Tor. Oh, wie cool. Das ist ja stark. Das gefällt mir. Das ist ja richtig genial. Möchtest du diese Änderung übernehmen? Oh, okay. Da hat es jetzt... Ach, da ist noch ein Zaun. Oh, den habe ich nicht gesehen. So, jetzt hat... Deswegen hat er ihn auch verkauft. Okay. So, Auslage. Wir hatten jetzt hier so einen kleinen Wagen. Dann packen wir den da noch mit hin. Und jetzt haben wir hier so einen großen Marktstand. Oh, wie geil. Pass auf, kann ich den hier hin machen? Nee, weißt du was, den verkaufen wir jetzt einfach und machen dafür hier halt den großen Marktstand hin. Boah, ist das cool. Ja. Bisschen vielleicht eher so. Bisschen nach hinten noch. So. Und was haben wir denn dekotechnisch? Da haben wir immer noch bloß das, ne? Ja, da machen wir hier halt einfach nochmal so einen Brotkorb hin. Kann ich hier trotzdem durch? Ja, hier kann ich trotzdem durch. Okay. Nicht, dass ich mir das jetzt hier zubaue, weißt? So. Oh, ein runder Winterteppich. Auch schön. Eine Wasserpumpe. Ach geil, das ist ja cool. Das ist ja stark. Das finde ich auch mega. Also ich glaube, den hatten wir gestern auch schon. Aber
Da fiel mir das noch nicht ein. Mülleimer, haben wir eigentlich einen Mülleimer irgendwo? Habe ich den in die Küche gepackt? Nö. Okay, weil dann würde ich tatsächlich so einen Mülleimer hier draußen mit dazu stellen, dass die Leute mir hier das nicht dreckig machen, ne? Cool. So. Und jetzt wäre natürlich das schon auch cool. So eine Wand. Das ist eigentlich voll toll. Warte mal, wie mache ich denn das? Dann machen wir die Tonne mal dahin. Und den müssen wir ein bisschen weiter Abstand machen. Und den auch. Und dann machen wir. Nein, nicht das Gärtner. Obwohl das auch eine tolle Idee wäre. Aber ich hätte halt gern einfach. Kann ich dann noch eins hinmachen? Ja, oh, ist das schön, ne? Ja, cool. So. Ja, und jetzt hatten wir doch hier eigentlich so einen Gärtner. Genau. Und das kann ich nicht dahin machen. Aber da kann ich es hinmachen. Boah, wie geil. So gefällt mir das. Richtig gut. Schön. So, dann hätten wir jetzt hier. Jetzt bräuchten wir eigentlich die Lebensmittel, ne? Jetzt können wir hier die Kartoffeln. Was haben wir jetzt da? Die Artischocken. Das heißt, die Bohnen und den Spargel. Oh, das gefällt mir nicht. Okay, das müssen wir tauschen. So? Nee, genau so. Ja, das ist cool. Schön. Und was machen wir dahin? Da machen wir jetzt dann. Ach so, ja, Äpfel und Blaubeeren eigentlich, ne? Äpfel, nachdem ich ja keine Blaubeeren gerade habe. Wobei vielleicht. Nee, die sind noch nicht fertig. Oh. Haben wir tatsächlich mal einen Engpass? Das ist ja krass. Das kommt auch nicht alle Tage vor. So, Kamille sieht noch super aus. Blumenkohl. Ich meine, wir hätten noch mal Blaubeeren, ne? So wäre es jetzt nicht. Wäre jetzt schon so ein Stück weit die Überlegung, ob man da jetzt noch mal Blaubeeren nimmt. So, das. Den Getreide. Die Getreidesamen müssen wir auf alle Fälle wieder einpflanzen. Das ist jetzt lila und orange. Das ist nur orange. Ja, pass auf, da machen wir jetzt ausnahmsweise mal, weil sonst mit den Blaubeeren einfach zu eng ist. Pflanzen wir jetzt mal die ein. Aber gar keine Blaubeeren haben, ist schon echt schwierig. So. Ja, schön. Gefällt mir gut. Ist echt nett. Kleiner Marktstand. Ja, und in etwa so habe ich mir das dann vorgestellt, ne? So im Zentrum dann vielleicht hier dann irgendwann mal mit so einem Gang, wo man dann halt in die einzelnen Geschäfte geht oder sowas. Weißt du, was ich meine? Also das könnte ich mir schon richtig gut vorstellen, ne? Da, das könnte was werden. So. Wie viel Lavendel habe ich? 18. Okay. Alraune haben wir auf alle Fälle auch genug. Da haben wir auch genug. Da haben wir nicht genug. Ah, hier würde ich es tatsächlich lassen. Salbei müssen wir auf alle Fälle nachkaufen. Das ist nicht genug. Da würde ich es auch nicht machen. Okay. Ja, dann pass auf. Da machen wir jetzt bloß nochmal 5 von den Kamille, also von den Heiltränken. So, reicht dann erstmal, ne? Und dann. Tja. Schwierig. Jetzt haben wir hier die Äpfel. Haben wir eigentlich den Fleischeintopf? Haben wir Braten? Haben wir auch. Ups. Warte mal, dann machen wir das doch jetzt mal so, dass wir hier mal gescheit Käse. Haben wir irgendwo Käse? Da. Okay. Dann bieten wir hier. Was bieten wir hier an?
So. Dann machen wir hier Kuchen. Und hier nochmal einen Blaubeerkuchen. Dann bieten wir hier. Weil Äpfel haben wir ja jetzt drüben, ne? Dann bieten wir hier jetzt das Fleisch an. Und das Brot dazu. Nein, das war ein Brot. Genau. So, dann bieten wir hier Käse. Hier bieten wir dann Mehl. Jetzt müssen wir nochmal auf alles gehen. So. Und da müssen wir den mal kurz komplett leer machen, dass ich überlegen kann, was wir jetzt noch gar nicht haben. So, wir haben jetzt hier Bratenbrot, das da. Da haben wir Kuchen. Also es fehlt im Prinzip die Quiche noch einmal. Pass auf, dann machen wir das hier hinweg. Und hier machen wir nochmal eine Quiche hin. Dann hätten wir hier eine Gemüsesuppe oder einen Eintopf. Davon bräuchten wir aber noch einen zweiten. Ja, dann machen wir hier zweimal davon. Dann die Gemüsesuppe zweimal. Und dann, was fehlt dann noch? Haferbrei haben wir, Fleisch haben wir, Marmelade haben wir, Quiche, Eintopf, Gemüse. Eigentlich nichts mehr, ne? Entschuldigung, das muss man doch nochmal, ne? Haben wir? 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 Wir haben alles. Echt? Ja, mehr gibt es auch nicht herzustellen. Also von daher. Cool. Na dann würde ich sagen, lassen wir das einfach so, wie es ist, ne? Hier tauschen wir bloß aus. Weil wir natürlich wollen, dass die teureren Sachen kaufen. So, da fleischtechnisch hatten wir da nicht. Genau, da hatten wir lilanes Fleisch noch. Ist auch besser. Ja, cool. Dann haben wir doch alles. Kuchen. Ja, perfekt. Sehr schön. Oh, Entschuldigung. Na dann, auf in die nächste Runde. Hälfte vom Winter haben wir rum. Sehr schön. Uah, immer noch so kalt. Tü. So, schönen guten Morgen, Angestellte Nummer 1. Schönen guten Morgen, Angestellter Nummer 2. So, ihr wartet jetzt natürlich darauf, dass ihr Arbeit bekommt. Das kann ich nachvollziehen. Hätte ich jetzt eigentlich noch was essen machen müssen? Eigentlich nicht, ne? Weil Blaubeeren habe ich keine. Von daher hätte ich die jetzt nicht machen können. Ja. Also, was steht jetzt auf dem Einkaufszettel? Steht auf alle Fälle Salbei. Tatsächlich so ein paar Kartoffeln und Blaubeeren. Gut, dass ein Schneider kommt. So. Okay, das ist jetzt nix. Oh, cool. Was ist jetzt eigentlich? Oh, was ist denn jetzt im Frühling eigentlich teurer? Im Frühling kommen die Schneider, ne? Oh, wisst ihr was? Ich glaube, wir fangen jetzt doch an. Ich meine, das ist gerade ein super Angebot. Das sind gerade auf höchster Qualitätsstufe und die kosten bloß 12 Münzen. Wir fangen jetzt mal schon an zu sammeln und verkaufen dann die Sachen ne? Wie heißt es denn? Frühling. Im Frühling. So, ich nehme die Lilanen jetzt mal noch mit, dann haben wir 10. Ich würde jetzt erstmal so sagen, dass wir klamottentechnisch immer so, also auf 10 gehen. Und dann können wir die nämlich im Sommer noch verkaufen. So, das brauchen wir alles nicht. Jetzt ist dann die Frage, nehmen wir dann hier auch schon was mit? Ja, aber dann wird es ein bisschen voll, ne? Also ich glaube, mehr Lagerplatz haben wir eigentlich nicht. Nee, das passt so. Wir nehmen jetzt erstmal nur die Sachen mit. Und im Frühjahr bieten wir dann Klamotten mit an. Weil ich gehe davon aus, dass wir auf alle Fälle noch ein bisschen länger spielen. Ich habe ja gesagt, ne, ich würde schon gern zum einen die Schulden abzahlen. Das dauert aber nicht mehr lange, also bis Ende des Jahres. Und dann ist das dann im Prinzip vorbei. Dann ist die Aufgabe erledigt. Aber vielleicht bauen wir dann halt schon noch zu Ende, ne? Ach, guck mal, Blaubeeren. Yay.
Torf würde ich jetzt nicht mitnehmen, Hemd auch nicht. Blaubeeren nehme ich auf alle Fälle mit. Der Rest ist jetzt nicht ganz so wichtig. Fleisch haben wir eigentlich auch noch jede Menge. Da brauchen wir auch nichts. Apfelkuchen ist auch noch alles da. Kartoffeln. Ich weiß gerade gar nicht, wie viele Kartoffeln wir haben. Riskieren wir es? Na komm, 4 Stück. Ich glaube, wir werden mal noch ein bisschen austauschen müssen. So, schau mal, verkaufen. Und jetzt, ja, wo packen wir jetzt bloß dann ach, die packen wir dann hier oben hin, ne? Die Blaubeeren, die packen wir dann da oben hin. Wo haben sie sich denn versteckt? Ein Körbchen mit frischen Blaubeeren. Schön. So, dann gehen wir ein bisschen mit rum, helfen ein bisschen. Oh, da kommt tatsächlich noch mal einer. Oh, krass. Wahnsinn. Ein Samenhändler. Okay. Hufeisen, Alraune. Blumenkohl in höchster Qualitätsstufe. Okay. Die haben wir auf gar keinen Fall. Daran würde ich mich erinnern. Wir tauschen dann aus. Wir tauschen aus. Wir gucken, dass wir versuchen, alles halt auf höchste Qualität aufzubauen. Und deswegen, ja, muss das dann halt einfach sein, dass wir dann irgendwann früher oder später das dann alles so auf der Qualität haben. So, dann da nochmal mit auffüllen, ne, dass unsere beiden Angestellten das teuer, schwer verdiente Geld, ja, dass wir ihnen das einfach ein bisschen extra geben. So, jetzt ist alles aufgefüllt. Cool. Und wir sind sogar wieder unter die 700 gekommen. Dann haben die aber heute fleißig eingekauft, oder? Also, dann ging es heute ja richtig gut. Nicht schlecht. So, tschüss. 1500 Profit, das ist schon gut. Das ist schon in Ordnung. Angestellten. Oh, guck mal, wir haben einen Ruff. Ruff, Ruff. 120 und. Oh, und der kostet plus 29. Oh. Ja, sorry, Mäuschen. Jetzt werde ich dann doch den einstellen, weil das finde ich schon gut. Das ist wirklich in Ordnung. Und der ist lilaner Qualität. So, war klar, ganz eiskalt sind wir. Ja, gut, dass wir gestern den Blumenkohl geerntet haben oder vor 2 Tagen. Ich weiß es gar nicht mehr jetzt, aber Fakt ist, wir behalten jetzt die 4 Blumenkohlsamen noch mal ein bisschen im Auge. Ah, guck, perfekt. Und ich bin nach wie vor der Meinung, es ist gut, dass wir so viel Lavendel angepflanzt haben. Kamille würde ich jetzt tatsächlich reduzieren. Kartoffeln. Aber weißt du was, wir machen das so. Den einen Tag, das ist jetzt nicht so dramatisch. Wir machen sie direkt weg, packen die hier drauf. Ja, tut weh, ich weiß. So, Blaubeeren auf alle Fälle. Getreide auch auf alle Fälle. So, dann hätten wir das nämlich auch. Hier sind Kartoffeln drinnen. Ja. Aber Kartoffeln brauchen wir so wahnsinnig viele. Da wäre jetzt schon die Überlegung, ob wir mal eine Kamille, einmal Kamille aussetzen. Ja, ich glaube, das macht Sinn. Und dann machen wir Kartoffeln rein. Weil hier haben wir ja auch nochmal. Achso, und hier haben wir auch nochmal. Dann machen wir hier doch die Kamille wieder rein. Eins, zwei. Eins. Zwei. Ach, hier unten, ne? Nee. Zweimal. Okay. Trotzdem reicht's. Ich denke, das ist in Ordnung. So. Dann gucken wir mal eben, was wir hier noch herstellen können. Ah, guck mal da. Weil wir jetzt so viele Blaubeeren haben. Naja, wobei viele sind sie jetzt eigentlich nicht, ne? Was haben wir hier? Hier haben wir genug.
Hier können wir auffüllen auf 4. Also, dass wir 20 haben. Salbei haben wir keinen mehr. Dann sollte ich da auch versuchen, den aufzuheben. Wir haben ja grundsätzlich eigentlich auch genug Tränke. Von daher bin ich da ganz entspannt. So, 17, 13. Also auch eigentlich sieht das hier alles auch vollkommen in Ordnung aus, ne? Eine davon. Ja, 2 Blaubeerkuchen. Und dann wird es halt schon wieder schwierig, ne? 3 Äpfel. Hier können wir gerne 3 machen. Wir haben ja wahnsinnig viel lilanes Fleisch. Das ist in Ordnung. Kartoffeln. War es auch schon nicht mehr so viel, ne? Aber müsste trotzdem gehen. Ja, grundsätzlich. Weißt du was? Wir können hier mal noch 2 herstellen. Und nochmal ein Brot. Und Gemüsesuppe eigentlich auch. Guck mal, da haben wir 17 Stück. So, ich denke, das ist in Ordnung. Gut. Dann würde ich sagen, sind wir vorbereitet für den nächsten Tag? Den lassen wir aber erst in der nächsten Folge einklingen, okay? Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. War schön, dass ihr mit dabei wart. Lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und munter und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.